Hi zusammen. Der Mitch ist noch nicht da. Dachte ich mir, komm, dreh ich mal schnell eine Runde ohne ihn. Ist der da? Jetzt habe ich schon einen Trail gemacht. Und er weiß von nichts. Bis er das Video hier sieht. Beziehungsweise er muss das selber schneiden. Dann sieht er das und denkt er sich bestimmt, oh, der Penner. So ohne mich gefahren. Egal. Wer zu spät kommt, kriegt keine Trails. So, bis gleich mit Mitch. So, Abfahrt ohne Mitch. Lieblingskurve hier. Lieblingskurve. Da kann ich schon fast stehen. So, auf geht's. Juhu. Wieder trocken, ey. Ich glaube, ich spinne, Alter, ehrlich. Trockene Trails, ey, Wahnsinn. Hier ist die Scheißkurve. Wir ab zum Auto. Mitch kommt gleich. Hallo zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei den Enduro Vibes. Die Enduro Vibes. Wir haben heute wieder ein Thema. Oh, ein wichtiges Thema für alle Bremsenliebhaber. Ja, was hat der Mitch gemacht? Erstmal sorry für das Chaos. Ich habe die gerade eben montiert. Wir wollten fahren. Ich wollte nicht groß fummeln. Das mache ich natürlich noch schön. Fällt euch was auf hier? Ja. Fällt euch was auf? Leute, die Ahnung haben, meinte ich natürlich. Das die sich damit ausgehen mit einer Materie. Fällt euch was auf? Nein. Oder doch? Also, erzähl mal kurz. Ja, ich habe... Hey! Was machst du? Ich dachte, du hättest es. Nein, wir haben Reifen oder was? Das hat mich irgendwo geknackt jetzt. Ja. Ich bin von der Maxima auf die Diritissima downgegradet sozusagen. Warum habe ich das gemacht? Ich kann nichts Negatives über die Maxima sagen, wirklich. Also ich bin nach wie vor immer noch sehr begeistert, aber ich bin halt auch einer, der gerne so ein paar Kunststückchen auf dem Hinterrad macht. Und das ist mit der Maxima echt extrem schwer gewesen. Warum? Weil du bei der Maxima keinen definierten Druckpunkt hast. Habe ich aber auch schon zum Marcel gesagt. Das ist wiederum ein Vorteil, wenn du in der Abfahrt bist. Weil ich muss sagen, in der Abfahrt habe ich das nicht gemerkt, dass der Druckpunkt schwammig ist. Wie will ich das kurz erklären? Der Vorteil ist ja der Bremse, dass du weniger Fingerkraft brauchst, um quasi die volle Leistung abzurufen, die natürlich brachial gut ist. Tatsächlich, ich habe sie nachher auch abgeschwächt in Form von kleineren Bremsscheiben und den Standardbelägen im Vergleich zu den Powerbelägen, die halt im Lieferumfang enthalten sind. So, und dieser schwammige Druckpunkt, der ist eigentlich auch ein Vorteil der Bremse. Weil du hast halt nicht diesen knackigen Druckpunkt, den ich jetzt hier bei der Diritissima habe, der natürlich auch irgendwann Schmerzen verursacht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Verstehst du das, Marcel? Ich verstehe das. Kommst du mit? Ja? Mhm. Dann kommen auch unsere Zuschauer mit. So, das Problem ist aber, wenn du einen schwammigen Druckpunkt hast, der wie gesagt in der Abfahrt sogar ein Vorteil ist, der stört aber wiederum dabei, wenn du Sachen auf dem Hinterrad machst. Weil ich brauche einen Anhaltspunkt. Hier bei der Diritissima habe ich wirklich einen knallharten Druckpunkt. Also total, also ist total der krasse, gegenteilig im Vergleich zur Maxima. Weil bei der Maxima ist das hier, Marcel hat jetzt einen schwammigen Druckpunkt, weil er muss nämlich die Beläge wechseln. Ist es eher so. Ich kann hier wirklich schon fast bis zum Griff ziehen. Und so ist es bei der Maxima auch. Vorne ist neu. Und ja, aber und auch, hier auch ein bisschen schwammig. Ist knackhart jetzt tatsächlich. Und mir hilft das dann, wie gesagt, wenn ich auf dem Hinterrad fahre, da dann einen Anhaltspunkt zu haben, um mich dann auch in diesem Bereich dann zu bewegen für zum Beispiel den Wheelie oder Manual. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund. Und einer der Gründe ist natürlich auch die Optik.
muss ich ehrlicherweise was sagen. Warum ich tippe, warum er jetzt so einen harten Druckpunkt hat, jetzt halt bei mir ist, weil er noch die Stahlflexleitung von der Maxima drin hat. Genau. Das werde ich auch machen, wenn das klappt. Wenn der Druckpunkt so bleibt, werde ich es definitiv aufmachen. Das ist natürlich auch ein Tipp für euch, für die Direktissima-Fahrer. Wir berichten natürlich, ob es so bleibt oder nicht. Also der Druckpunkt ist mega gerade hier, der ist wirklich mega. Also wirklich top ist der. War auch super leicht zu entlüften jetzt im Vergleich zum Maxima, weil du ja diesen Schnellverschluss hast. Den hat der Bremssattel von der Maxima nicht. Hier kannst du die Spritze dran setzen, Schräubchen aufdrehen, Luft rausziehen oder durchdrücken, zuziehen. Es kommt keine Luft, kann keine Luft mehr in den Sattel eindringen. Du hast kein Öl, was daneben läuft. Richtig. Beste hat schon ein paar Vorteile auf jeden Fall. Ne? Ja, das mal eben so auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. So, also, wir quatschen nicht weiter jetzt. Braucht, Maxima zu verkaufen hier. Mit nagelneuen Leitungen, weil die Leitung lässt er drin und bestellt sich neue. Genau. So, bis gleich. Auf die Trail. 3, 2, 1. 1, 2, 3. So. Auf geht's. Fahr. Nö. Warum nö? Weil ich meine Bremse noch einbremsen muss. Oh. Ja. Er bremst verliert! Ja, sowieso. Trocken! Staub trocken! Hui! Boah, da stinkt schon, Alter. Ja? Geräusche. War wohl nichts mit einem Bremsen. War nichts. Ein Pferd wieder mit einem durchgegangen. Boah, puh! Ja. Die stinken schon. Wie die stinkende Wurst. Wie stinkende Wurst. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Bist denn hier jetzt, ne? Bleiben wir hier. Den Stallomaten können wir auch nehmen. Ich muss mal wieder auf den Lameboy warten, ey. Er ist so ein Lameboy geworden. Ich glaube, ich brauche einen neuen Bro, ey. Warum? Weil du so lame bist. Nee, Alter. Ich habe auch schneller gemacht gerade. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell. Aber fühlt sich Blücher an dadurch. 3, 2, 1! Das reicht, oder? 3, 2, 1! Blücher, ehrlich? Ja, dadurch fühlt sich die Gabel definitiv weiter. Ich habe Angst, dass die wegspringen immer. Ja. Was ich eher für Probleme habe, ist die Griffe. Boah, guck mal, was hier Wasser durchgegangen ist. Was ist denn hier los, ey? Leck mich am Arsch. Junge, was ist mit der Rinne los? Krass. Oh, oh, oh. Heute verschone ich dich. Womit? Ja, ich hab abgebrochen. Du hast abgebrochen? Ach, check da nicht. Du hast nicht abgebrochen. Du hast voll durchgezogen, Alter. Junge, normalerweise wäre ich noch weiter runtergefahren. So, das meinst du. Aha. Aber wir wollen ja von ganz oben starten, wenn. Ja. Ah, heute macht einer, hat er gesagt. Heute macht er. Ja, letztes Mal war er halb. Mit Anlehnen. Boah, Junge, ich muss irgendwie gleich die Griffe zurückgestellt kriegen. Ja, dann musst du gerade so Dinge jetzt machen. Abmachen. Und abmachen weiß ja, was für eine Rotze ist, Alter. Ja, Griffweitenverstellung, total scheiße hier. Ja, das stimmt leider. Am Maxima hast du so ein Rädchen. Hast du hier nicht. Direktissima gibt es kein Rädchen. Ja, mal gucken, ob die von der Maxima passt. Das finden wir noch raus für euch. So, weiter geht's. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal versucht, mal eben spontan die Griffweite zu verstellen. Das ist echt eine Katastrophe. Du kommst hier nicht dran. Das ist so eine kleine Mahnschraube.
Und die läuft jetzt auch so übertrieben so mit. Das heißt, du kommst da gar nicht mehr im Imbus dran. Müsste ich jetzt alles für abbauen hier. Und das ist leider ein Riesennachteil bei Twigstaff. Du musst wirklich, weiß nicht wie viele Schrauben und Kleinteile und brauchst 5 verschiedene Schlüssel gefühlt. Also wirklich kacke, ey. Naja, jetzt muss ich damit so leben. Wer ist da? Ich nehme jetzt keinen Bock drauf, das umzubauen. So, jetzt geht's weiter. Lehmboll voraus. Lehmboll musst du mal hinten fahren. Junge, ich muss erst mal hier mit meiner Bremse klarkommen, ne? Ist nicht eingebremst. Griffweite stimmt nicht. Boah, trocken, ey. Glaubt er nicht. Trocken. Trocken, ey. Oh, ist das geil, Alter. Endlich mal wieder richtig trockene Wurzeln. Ja, schon lange nicht mehr. Ehrlich. Boah, wie schön Durchschlag gehabt vorne. Wow, was ist hier eine passiert? Ein Dach ist nicht von hoch. Gabel ist so schnell, Alter! Boah! Kehr ist die Gabel schnell! Ich muss langsamer machen, ey. Übel! Was denn? Oh, die Gabel ist schon weggesprungen, ich habe Angst gekriegt gerade. Ja. Ja. Also bei mir war jetzt eher das Problem, dass die Bremse nachgelassen hat. Ja? Ich musste richtig reinlangen wieder. Okay. Kenne ich gar nicht von der Maxima. Ja, aber ist auch noch nicht. Neue Belege. Neue Belege und kleine Scheiben. Wahrscheinlich muss ich hier wieder auf die großen Scheiben gehen. Oder auf jeden Fall 220er. Ja. 3, 2, 1. Go! Lameboy voraus. Die Sattelstütze ist so am Knatschen, ey. Mein Fahrrad ist flüsterleise. So geil, Specialized. Jetzt wieder hoch? Ja. Finale. Oho. Ja, in 7 Tagen fahren wir los. Oh nein! Nein! Doch, wir haben heute Freitag und wir fahren nächste Woche Sonntag. Heute ist der 27. Welcher jetzt heute? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht, Alter. Oh. Todesgeländer! Ah! Ich bin raus, Alter. Oh, ey, voll hängen geblieben, ey. Ich kann nicht mehr fahren. Ich werde Rentner, Alter. Ich werde Rentner. Ich
werde Rentner. Besser. Rentnerfahrer. Junge, ich glaube, ich nehme einen anderen mit nach Finale. Besser ist das, aber du Boah. Hast keinen anderen. Man kann keinen anderen. Nix da. Junge, ich konnte mich so gemütlich hinsetzen. Vorbei, meine Zeit, vorbei. Mann, Mann, Mann. Wir machen einen geilen Job, ohne Scheiß. Ja. Die verdienen gutes Geld. Und machen sie nicht kaputt. Naja. Problem damit, ein paar Mülltonnen hin und her zu schieben. So, bist du oben am Geländer hängen geblieben, oder was? Nee, nee. Ich bin danach irgendwie, wieso, weshalb, rechts im Busch rein. Ach nein. Ein bisschen Vorderrad. Ach, meine Zeit ist um, Mann. Meine Zeit ist um. Geht so viel besser mit der Diritisma. Ja, wirklich. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Gib Gas, Leboy. Nee. Was? Nee. Ach, Mann. Aber jetzt, heute fahre ich neue Line. Welche neue? Okay. Welche neue? Die neue. Ah, ja. Hab ich schon wieder vergessen. Siehst du? Go, ma. Boah. Boah. Boah, ist auch ein Downhill hier mit. Ja, richtig Downhill, ey. Ich bin schon voll in der Bremse. Der hat ja auch immer kurze Backen, weißt du, da hinten dran ist. Das ist wirklich lame, Alter. So, jetzt hier lang. Hier lang. Und dann, ne, hier lang, ne, da lang, da lang, da lang. Da lang müssen wir. Aber das ist natürlich nicht schicken lang, oder? Ja, das ist nicht so lustig, glaube ich. Da war ein Jump drin hier auf jeden Fall. Ja, guck mal hier, okay. Hier, dann hier. Ne, das ist die schicken Lein, Junge. Also richtige schicken Lein. Guckt euch das an. Und wieder dran. Junge, du bist so lame. Was ist das denn hier? Waren wir mal fleißig. Okay, hier auch, guck mal. Anlieger, aber hier nichts gemacht. Okay. Also Bremse mit 200er Scheiben gefällt mir nicht. Ne? Ich muss richtig reinlangen. Okay. Wie bei den alten Bremsen. Aber ich denke, mit den 223er Scheiben, die Twixers sind 223. Guckt euch an hier. Ein wilder Wildpinkler. Ja, wir sind schon fast fertig mit der Tour, weil Vaterpflichten stehen an und so. Blumen denn? Ist nicht. Wir gucken mal, 2:30. Oh. Sonne Lopez. Wer ist das denn, Alter?
So, warte mal hier. Gucke mal hier. Finale. Wetter. Man sieht nichts auf deinem Kackdisplay. Du siehst nichts von der Seite, von vorne her. Genau das. Schöllerhof, Arnheim, Modica, Finale. Oh nein, siehst du? Ab nächste Woche alles gut, ey. Ah, da. Samstag, 3.6. Okay, wir kommen. Ah, siehst du, Alter? Nein. Wir kommen Sonntag an, die Sonne. Montag Regen, Dienstag Regen, Mittwoch Regen, Donnerstag Regen, Freitag Regen, beblitzen. Scheiße. Ja, dann fahren wir doch noch genau das. Genau das haben wir auch gemacht. Wir wollen noch anschließen nach dem Finale-Trip. Wollen wir noch 2 Tage nach Nauders? Nauders. Haben wir uns überlegt. Da ist nur Regen. 6,2, 2,5, 5,5, 5,3. Da brauchen wir nicht hin, Alter. Das war's mit unserem Bike-Urlaub. So eine Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Afrika. Wir müssen Tour in Afrika suchen. Wir lassen die Fahrräder einfach zu Hause und machen Sommerurlaub. Beim Regen oder was? Scheiße, Mann. Da habe ich auch keine Erfahrung mit den Italien. Wenn der Wetterbericht da regnet, sagt, ob es da wirklich regnet. Weil wir sind direkt Schreib Vera. Frag Vera. Frag Vera, soll mal ein Foto schicken. Du kannst doch Jörg fragen. Ja, kann ich auch fragen. Ja, besser Jörg. So, Jörg, wir haben gehört, das Wetter ist schlecht. Stimmt das wirklich oder ist das ein... Ja. Pass auf. Jörgi! Moin! Jörg ist übrigens ein guter Guide von Finale Bikers. Der Jörgi. Jörgi, du bist gerade live auf YouTube. Ja. Mal, wir wollen übernächste Woche kommen und haben gesehen, das Wetter ist scheiße. Ist das so? Kannst du uns mal ein Foto schicken und uns mal ein bisschen gute Laune machen? Dankeschön. Ja, da muss man bei uns anrufen. Ich glaube, der letzte Single-Lift geht um 5. Aber müsst ihr gleich anrufen, dass da noch jemand da ist, der euch hochtransportiert. Einfach bei Finale Freeride anrufen. Ist so geil, der Jörgi mit seinem Schlager immer. Ich liebe ihn. 3, 2, 1. Hallo. Mensch, ich freue mich. Gib bloß Gas. Ja. Ich freue mich. Der schaltet mir wieder. Muss ich ja einfach haben. Der geht zu Ende. Du musst 3-2-1 vergessen, sonst geht das doch nicht. Der will schon Trails auslassen, hätte er früher niemals gemacht. Nie, ey, ich hab Kind zu Hause. Kind alleine zu Hause. Ist ja schon alt dabei trotzdem. Kind ist allein zu Hause. So. Komm immer ins Trudel. Wieder fast auf Fresse gelegt. Was ist mit dir? Oh oh, oh oh. Scheiße, Alter. Oh, wo bist du, Leute? Über den Stamm bin ich geflogen. Danke. Marcel am Limit. Ich bin vor, mein ist vorbei. Meine Bikezeit ist vorbei, Alter. Oder ich brauche ein neues Bike. Ich sag nur, es wird kein Specialized. Es wird eventuell kein Specialized, mein nächstes Fahrrad. Ich werde abtrünnig. Oh. Das hat momentan nichts für mich. Ja. Knevo hatte ich schon. Levo. SL habe ich gehabt. Tja. Also. Macht mal Vorschläge. Aber vernünftige Vorschläge. Kein Mondraker. Bitte. Mondraker heißt das. Mondraker! Mondraker, genau, da bestehen die drauf. Die Mondraker-Fanboys. Ich will keinen Mondraker. Gutes Bike, leider kein Wechselakku. Ich will keinen Rocky Mountain. Achso.
Also Grundvoraussetzung ist ein Wechselakku. Was für ein Akku? Wechsel, ja, ja. Ich will keinen Orbea. Ich habe mein Fahrrad schon gefunden, aber ich habe es noch nicht. Doch zu teuer. Oder muss halt. Oder es gibt die billige Variante, aber ich will die billige nicht haben. Es gibt eins, das kann ich verraten, kostet 9.500 Euro. Da ist momentan mein Favorit. Kein Specialized. Und der Motor ist rot signiert. Der Motor ist rot signiert. Hier lässt sich viele Vorteile erschleichen. Hier lässt sich viele Vorteile erschleichen. Ich tausche mein Levo Pro gegen. Was bietet mir an? Bitte mir was an. Nein. Nein, nein. Ich habe noch ein Kinevo SL, habe ich auch noch. Kann ich auch noch fahren. Ich habe noch einen Rocky Mountain. Altitude Powerplay. Ah. Rocky Mountain. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. So. Wenn ich die Glocken über hätte, dann würde ich beide behalten. Haben wir nicht. Zu viele Glocken gibt es nicht. Oh. 3-2-1! 3-2-1! Und irgendwie ist alles hart heute. Ja. Außer der Pimmel. Außer der Pimmel, der wird nicht mehr hart. Felgen Tiki Trail. Felgen Tiki Trail. Ich seh gar nichts, Alter. Ich bin mit dem Staub hier. Wow. Hä? Nichts mehr. Keiner mehr hinter dir ist. 3-2-1! Bin ich mir um, Kollege. Du fährst ja vor. Nee, du fährst vor. Junge. Ich fühle mich nicht mehr wohl auf meinem Fahrrad. Ich möchte nicht vor. Ja, aber ich möchte mich auch mal ein bisschen ausruhen. Ja, aber du kannst dich vor. Du kannst dich ausruhen. Nee, fahr mal. Ich muss gleich Trickstuff bestellen. Was? Ja, da kannst du für mich mal mit raussuchen. Und wir werden mal gucken, wer liefern kann. Juhu! Juhu! Wir lachen auch schon! Juhu! Alter! Junge! Der ist auch am Schreien hinten. Krass, ey! Oh, mein Fahrrad ist so leise, ich höre das gar nicht. Verdammte Scheiße, ey. Ein Fehler, ein bisschen weg. Meine Zeit ist abgelaufen. Irgendwas komisch, Alter. Ich weiß nicht. Noch komischer als sonst. Noch komischer irgendwie? Weiß ich nicht. Nicht ganz komisch. Ey, die Kante war übel oben, oder?
Ja, boah, übel, ey. Ja. Richtig krass geworden. So gefährlich, ey. Du kommst jetzt voll runter. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Was haben wir denn? Ich fahr mal wie Pascal Köhler. Hi. Pascal Köhler fährt immer so, warte mal. Wie fährt der so, Alter, warte, so. Der fährt ganz flach. So, so fährt der. Ja. Boah, ne, so kann ich nicht, Alter. Ich weiß auch nicht, es gibt viele, die so fahren. Sag ich mal. Nee, der dreht. So fährt Köhler. Ja, so yeah. Noch mehr, ja. Der dreht sich schon, der ist schon, der wird schon flach. Nee, ja. Moin. Ich fahr jetzt erstmal so, gucken, auf 5. Auf 5. Nun, jetzt fahrt Musik, Alter. Das macht keinen Sinn mehr, Alter. Ehrlich. Scheiße. Ich guck mal, wie jetzt die Dinger stehen, ey. Jetzt kann ich nur weiterfummeln. So, ja. Wir sind fertig. Stößchen. Prost, Leute. Grumbacher Radler. Nach dem Trail ist vor dem Trail. So, wir sind fertig. Hat Spaß gemacht, alle heil geblieben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Falls ihr es nicht abonniert habt, noch besser ein Abo. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.